Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Der uns befreit aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst er es jetzt meint, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesu Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Und wenn Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts, das macht er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen, nur ein Wörtlein, denn ein feste Burg ist unser Gott. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen, hier aus der Kapelle auf dem Höchsten. Das hat mir meine Frau ausgeliehen und sie will es natürlich wieder zurückhaben. Klar, aber es gibt so viel auszubügeln und glatt zu bügeln. So viel ist misslungen, so viel Enttäuschung, so viel Schmerz und dann versuchen wir, auszubügeln und wieder glatt zu bügeln. Und manchmal, wenn man nicht aufpasst, kann man sich an so einem Bügelprozess auch verbrennen. Bei Gott wird nichts ausgebügelt, bei Gott wird nichts glatt gebügelt. Gott schenkt ein neues Leben, auch wenn das alte Leben bisher nicht rühmlich war. Freuen Sie sich auf diesen Gottesdienst. Nehmen Sie Kraft mit und die Zusage, Gott möchte in Ihrem Leben Neues wirken. Nicht einfach nur Altes aus- und glattbügeln. Freuen Sie sich auch heute wieder auf Johannes Warth, zu Gast im Talk, als Überlebensmotivator, aber auch als überzeugter, begeisterter Jünger Jesu, und freuen Sie sich auf seine Fortsetzungspredigt Veränderung. Lass uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wollen gemeinsam Gott loben mit einem ersten Lied. Singen Sie mit. Singe wohl auf und singe schön.
schauet nach Jakobs Gott und Heil. Wer dem sich anvertrauet, der hat das beste Teil. Das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt, sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig ungetrübt. Ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Von A bis Z, das güldene ABC. Lassen Sie uns weiter beten aus Psalm 119. Ich bin ein Gast auf Erden. Verbirg deine Gebote nicht vor mir. Ich habe Freude an deinen Mahnungen, sie sind mein Ratgeber. Meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem Wort. Ich erzähle dir meine Wege und du erhörst mich. Lehre mich deine Gebote. Lehre mich verstehen den Weg deiner Befehle, so will ich reden von deinen Wundern. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater im Himmel, es ist nicht leeres Geschwätz, es ist nicht oberflächliches Gerede. Wir feiern Gottesdienst, weil wir dein verlässliches Wort in den Händen halten und gerne hören und weil unsere Seele danach dürstet. So sprich ein gutes Wort zu uns, tröste die Trostlosen, mach Mut und Hoffnung denen, die verzagt sind. Richte neu aus und auf die, die sich verrannt haben. Wir brauchen dein Wort und wir halten uns daran fest. In Jesu Namen. Amen. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Verse 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht,
Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Haben Sie schon mal einen modernen Narren kennengelernt? Ich möchte Ihnen heute einen vorstellen. Wir haben ihn schon kennengelernt, aber er ist wieder da. Und ich habe noch so viele Fragen an ihn, deshalb muss er einfach noch mal Rede und Antwort stehen. Herzlich willkommen, Johannes Warth, der moderne Narr. Hallo Heiko. Wenn man über Narren nachdenkt, kommt einem natürlich sofort Till Eulenspiegel in den Sinn. Einer, der immer lacht, aber auch die richtigen, wichtigen Fragen stellt, also Tiefgang mit viel Humor. Bei dir genauso. Warum ist Humor so wichtig bei dem, was du machst? Ja, ich glaube, als allererstes mal, immer wenn wir lachen, sagen wir eigentlich, ja, Lachen ist eine Bestätigung. Wenn dir ein Witz erzählt wird und du lachst, dann bestätigst du erstmal, dass dieser Witz bei dir gut angekommen ist. Mhm. Und es gibt ja natürlich diese berühmten Witze, wo dir das Lachen im Halse stecken bleibt oder Situationen. Mhm. Auch da erkennst du, du hast erst mal gelacht. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein paar Freunde, die haben ein wirkliches Phänomen, denen kannst du Witze erzählen, die verstehen die nicht. Verstehen die einfach nicht. Und dann habe ich mir überlegt, wieso versteht er das nicht? Und habe ich gemerkt, weil der gar nicht in diese Richtung denkt. Also sobald der Witz so um die Ecken denken ist, dann kommt der gar nicht drauf, weil er gar nicht in diese Richtung denkt. Und daher ist der Narr in seiner Art erstmal jemand, der dich lachen macht. Und dann, zumindest habe ich den Anspruch, dann kommt das Denken und vielleicht das Entdecken und das Verändern. Mhm. In deiner Haltung. Als ich dich zum ersten Mal kennengelernt habe, da bist du als alter, schrubbeliger Hausmeister in das große Auditorium gekommen mit Hunderten von Leuten. Und ich habe mich schier weggeschmissen vor Lachen. Warum Hausmeister? Naja, weil der Hausmeister ist eigentlich entstanden, auch aus einer Not heraus. Weil du musst dir vorstellen, wenn du als Entertainer, so von meinem früheren wirklichen Berufsleben her, nach meiner Schauspielzeit war ich dann ganz stark involviert in diesem Entertainment. Und das bedeutete, da ist eine Gala, also ich nehme jetzt ein Beispiel, und da sitzen die Menschen in einem riesen Saal an runden Tischen.
meistens noch eine Tanzfläche war dann davor. Mhm. Das heißt, du hast eine ganz weite Distanz zum Publikum. Mhm. Und jetzt sollst du die Leute unterhalten. Und dann heißt es, so, Herr Wart, jetzt ist Ihre Zeit und raus auf die Bühne. Und da gehst du auf die Bühne. Guten Abend, darf ich Sie bitten? So, und jetzt musst du dir vorstellen, ein Drittel der Leute an runden weißen, sage ich schon, die Decken waren meistens weiß, an runden Tischen muss ich jetzt erstmal umdrehen. Mhm. Mhm. Das heißt also, die wollen sich vielleicht gar nicht umdrehen. Und dann fangen die an, so, ich habe jetzt keinen Bock da, es interessiert mich jetzt gar nicht, was da. So, und dann lenken die anderen ab. Das heißt, du hast unglaublich schwer, die Leute erstmal dazu zu bekommen, dass, wenn du jetzt kommst, die Aufmerksamkeit auf der Bühne ist. Außer du hast einen berühmten Namen. Und alle sagen, meine Damen und Herren, darf ich begrüßen, Heiko Bräuning. Und dann, oh, Heiko Bräuning, das ist ja Wahnsinn. Dann drehen sie sich um. Okay. So, aber für mich war das nicht so. Da kam halt irgendein Kasperle, das war so die minderwertigste Bezeichnung in meiner Berufsgruppe, der macht jetzt was und habe ich eh keinen Bock. Wenn ich aber vorher als Hausmeister, so ist die Idee entstanden, draußen im Foyer schon unterwegs war, dann hast du Aufmerksamkeit gekriegt, die Leute haben gelacht, du hast Kontakt mit ihnen aufgenommen und jetzt war es der Effekt und ah, da kommt er wieder. Und dann drehen die sich um. Also aus dieser Not, da gab es noch mehrere Figuren. Ich hatte so ungefähr, ja, ich sag mal, aus 10 Figuren, mit denen ich tätig war. Es gab den Marquis de Balcon, das war so ein eher barocker Typ, der hat so die, mit dem Stab die Ansagen gemacht. Dann gab es einen Forscher, der hat immer geforscht, wie die Stimmung ist. Aber schlussendlich ist da komprimiert irgendwann mal meine Lieblingsfigur der Hausmeister gewesen. Und mein Anspruch war natürlich der, dass die wirklich denken, das ist der Hausmeister. Und dann kam das natürlich toll, wenn der Typ plötzlich eine Rede hält. Und alle, was macht denn der da vorne jetzt? Und plötzlich fängt er an, eben was zu erzählen. Und jetzt sind wir wieder beim Narren, wo die sagen, das ist jetzt aber, das hätte ich dem Hausmeister nicht zugetraut. Und da passiert dann ein Phänomen, ich kann das jetzt psychologisch, wissenschaftlich nicht fundiert erklären, aber das Phänomen, dass wenn der Hausmeister, über den du vielleicht erst mal ganz anders gedacht hast, was Schlaues sagt, dann bricht sowas. Und das ist ja beim Narren auch so. Der Narr war ja erst mal derjenige, der irgendwie Unfug gemacht hat, aber plötzlich sagt er, ja, König, ha! Und bringt irgendeinen schlauen Gedanken, wo der König jetzt sagen kann, das machen wir. Und er musste seinen Kopf nicht verlieren. Wenn ein wichtiger Minister was Schlaues sagt, dann kann heute ein Politiker gar nicht sagen, das ist was ganz Schlaues, weil eigentlich würde er zugeben, dass der schlauer ist wie ich. Während wenn der Narr das sagt, dann ist es ja kein Problem. Also das ist so dieser, ich weiß nicht, ob das so klar rüberkam, das ist der Narreneffekt. Der Narr darf Dinge sagen. Kam sehr klar rüber, allerdings bin ich gerade sehr betroffen, weil ich höre dir als Pfarrer zu. Und genau das ist das Problem von mir als Pfarrer, dass mir die Aufmerksamkeit der vielen Hunderten an den weißen Tischen oder auf den harten Kirchenbänken fehlt. Hast du mit Pfarrern zu tun? Immer wieder, ja. Und kannst du denen was ins Stammbuch schreiben, wie sie Aufmerksamkeit kriegen? Vielleicht doch als Hausmeister, sondern nicht als Pfarrer auf die Kanzel? Na, eine Figur, ich würde jetzt keinem Pfarrer sagen, ihr müsst eine Figur finden, aber ihr müsst einen, nennen wir es jetzt mal modern, einen Andockpunkt finden, wo das, in Anführungszeichen, Kirchenvolk das Gefühl hat, hey, der ist bei mir dran. Der ist nicht abgehoben. Das war ja früher, denke ich, wenn ich jetzt mal von früher spreche, das Problem, der Pfarrer auf der Kanzel, diese berühmte von der Kanzel herunter etwas predigt, im schlimmsten Falle noch Wasser predigt und selber Wein trinkt, also etwas sagt, was er nicht selber tut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für Menschen heute, dass du das Gefühl hast, das ist einer von uns. Und diese Pfarrer, und ich denke, du bist ja so einer, das ist einer von uns, an den kann ich ran. Der ist nicht in seiner Welt und hat mit mir und diesem Irdischen, in dem wir stecken, eigentlich gar nichts zu tun. Du bist ja auch jemand, der bei den Firmen ganz dicht dran sein muss, weil du von vielen Firmenchefs eingeladen wirst als Narr. Das heißt, du musst dich mit den Themen beschäftigen und du musst ganz dicht dran sein. Wie gelingt dir das, da ganz dicht dran zu bleiben, immer auf der Höhe der Zeit? Vielleicht können wir als Pfarrer daher auch was lernen davon, von deinen Vorgehensweisen. Ja gut, also mein Prinzip ist im Prinzip dieses, ich bin jetzt hier live.
Ich bereite mich vor, keine Frage. Ich erkundige mich über das Unternehmen. Wenn ich ein bestimmtes Thema habe, dann bereite ich mich zu dem Thema vor. Aber entscheiden, was ich schlussendlich wirklich mache, tue ich vor Ort. Okay. Wirklich genau vor Ort, weil dann weiß ich ja, da spüre ich den, wie es neudeutsch heißt, den Spirit, der wirklich ist. Wenn ich irgendwo in ein Unternehmen komme, wo an den Wänden irgendeine Parole steht, die ich vorher gar nicht gehört habe. Also ein Beispiel, mich hat mal jemand eingeladen, da habe ich gesprochen beim Club der Giganten. Und das habe ich natürlich erst gelesen, als ich zu der Veranstaltung kam. Die haben mich ja angesprochen, da wusste ich das Unternehmen, aber der Club der Giganten, das war so ein ausgewählter Kreis. Dann habe ich nachgelesen, ganz schnell, das ist ja heute schon schnell möglich, so, was sind eigentlich die Giganten? Dann habe ich herausgefunden, wer die Giganten wirklich sind. Das ist eine lange Story, aber es ist gar nicht so lustig, ein Gigant zu sein. Also Giganten waren die, die die Götter stürzen. Griechische, römische, also griechische Mythologie. Mobbing auf Deutsch. Mobbing, eigentlich. Mobbing, die anderen stürzen und entstanden sind sie ganz grausam. Und dann habe ich denen gesagt, ihr seid eigentlich ganz komischer Verein. So. Und dann habe ich sie gefragt, ihr wisst ja, was Giganten sind. Und dann hast du halt gemerkt, ich bin Mitglied eines Clubs, aber ich weiß gar nicht, was es ist. Und das war mir wichtig, da aufmerksam zu machen. Ich habe dann, und das ist mir auch wichtig, am Ende natürlich die Kurve ins Positive gekriegt. Dass ich sagte, ja, ihr seid dafür da, aufzupassen, dass in eurem Unternehmen keine falsche Götter aufsteigen. Dass dann nicht falsche Dinge wahr werden. Und dann konnten die mir so nicken. Aber erstmal war es natürlich so eine Reise, sie vorzuführen. Wisst ihr eigentlich, was Giganten sind? Ihr seid irgendwo Mitglied in einem Club und wisst nicht mal, was das bedeutet. Fand ich jetzt ganz spannend, ist eine Lehrstunde für mich, da zu sein, bei den Menschen, zu sehen. Wir Pfarrer, wir bereiten manchmal Monate oder Wochen oder Tage vorher unsere schlauen Reden vor und haben die Leute aber gar nicht im Blick und predigen dann tatsächlich von oben runter. Genau. Spirit zu erleben, Geist wirken zu lassen, das fand ich spannend. Ein Pfarrer, gut, der hat seine Quelle aus biblischen Texten. Wo nimmt ein moderner Narr, Überlebensberater und Ermutiger seine Inspirationen her, wo hat er seine Quellen? Ja, also anscheinend hat Bertolt Brecht ja mal auf die Frage, welches ist Ihr Lieblingsbuch, gesagt, Sie werden staunen oder lachen, die Bibel, auch da hole ich mir her. Also indem ich, nicht ausschließlich, aber indem ich immer wieder querlese und gerade wenn es um Führung geht, dann schaue ich mir Führungsprinzipien an. Eins meiner Lieblingsprinzipien ist das Abraham-Prinzip. Ich denke, du kennst die Geschichte, Abraham, Lot, schnell erzählt, waren erfolgreich. Die waren ja total erfolgreich. Im neuen, verheißenen Land waren die total erfolgreich. Und jetzt haben sie Stress gekriegt. Im Erfolg kriegen viele Stress. Das ist ja das Verrückte. Viele Unternehmen, die ich kenne, kriegen, immer wenn es ihnen richtig gut geht, dann gibt es Stress zwischen den Geschäftspartnern. In der Anfangsphase, in der sogenannten, wir sind in der Garage und bauen ein Unternehmen auf, da haben die meistens Zusammenhalt und jetzt sind sie erfolgreich und dann kriegen sie Stress. Und dann sage ich, wenden Sie das Abrahams-Prinzip an. Abraham sagte zu seinem Neffen und er als Onkel hätte ja sagen können, ich bin der Chef. Ich sage als Stammesältester, wo es lang geht. Und er sagte, nein, Lot, wähle du aus. Willst du das Land da, nimm du das, dann gehe ich nach da, nimmst du das. Und warum konnte er das sagen? Warum? Weil er wusste, wer er war. Er war von Gott berufen. Und da war es völlig egal, ob er nach da geht oder nach da geht. Weil wenn du von Gott berufen bist, geht ja Gott mit. Gott sagt ja nicht, ich habe aber gesagt, du musst das Bessere nehmen. Du musst doch, bist du den Tottel, musst das Bessere nehmen. Nein, das Bessere wird immer das. Und das sind Dinge, die ich in die Unternehmen dann einbaue. Das war jetzt schon fast eine Predigt für mich. Für mich persönlich. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben an Johannes Watt, schreiben Sie uns. Wir leiten Sie gerne weiter. Wenn Sie Fragen haben zu seinen Predigten oder die nochmal nachhören wollen, schauen Sie rein im Internet auf unserer Homepage. Können Sie alles downloaden und nochmal anschauen. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Da wird er nämlich nochmal bei uns sein. Er muss nochmal Rede und Antwort stehen. Johannes Watt, herzlichen Dank. Gott befohlen. Und jetzt ab zur Predigt. Gott befohlen. Gott befohlen. Thank you.
Ja, auch heute geht es wieder um Veränderung. Und wie schon im Vorfeld erklärt, schreibt sich bei mir Veränderung mit F-A-I-R. Und nachdem wir das A und davor das F schon durchgenommen haben, kommen wir heute zum I. Und I steht für Inspiration. Inspiration. Bei Veränderungsprozessen ganz wichtig, sich inspirieren lassen, sich verschiedene Meinungen einzuholen, sich wirklich nach außen zu wenden und zu sagen, was kann ich jetzt tun? Was kann ich machen? Gebt mir Tipps, gebt mir Rat. Und jetzt wird es schon wichtig, keine Schläge, keine Ratschläge, sondern seid Ratgeber. Gebt mir eure wirklich wichtigen Informationen weiter, damit ich in dieser Krisensituation, in dieser Veränderung gut durchkomme. Nur eines müssen wir aufpassen. In dem Wort Inspiration steckt der Pirat. Der Pirat, der Räuber, der uns berauben möchte. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal Piratenfilme gesehen haben oder Piratengeschichten gelesen. Da finde ich es immer ganz spannend, wenn die Piraten mit ihren Schiffen an die anderen Schiffe ranfahren. Dann wollen die nur ein einziges tun. Entern, kapern, das Schiff des Gegners, das andere Schiff, einnehmen. Und entern, das kennen wir alle von unserem Computer. Wie oft drücken wir die Enter-Taste? Und manchmal drücken wir damit im Prinzip dem Piraten im Netz die Türe auf. Mit einer einzigen Enter-Taste. Und ich erlebe es im Moment in dieser Krise, in den sozialen Medien, was als Flutwelle alles versendet wird. Da bekommt man diese Meinung, da bekommt man diese Meinung, dann erzählt wieder ein Experte das da, ein anderer Experte erzählt das da. Am Ende bin ich teilweise total verwirrt und weiß nicht mehr, wer hat wirklich Recht. Wer hat mir jetzt wirklich Wahrheit berichtet? Eine der für mich berührendsten Inputs, Inspirationen, die ich bekommen habe jetzt in dieser Flutwelle, war eine ganz kleine Geschichte, nämlich die Frage, wie oft nimmst du die Bibel in der Krise in die Hand und wie oft nimmst du dein iPhone in die Hand? Wie wäre es, wenn du das Wort Gottes genauso oft in die Hand nimmst oder im Idealfall noch öfters wie dieses iPhone, wo wir uns inspirieren lassen von allem Möglichen? Und eine wichtige Sache für mich steht auch hier in Matthäus 7, Warnung vor den falschen Propheten. Das war für mich von Anfang an meiner Glaubensgeschichte einer der wichtigsten Verse. Viele werden kommen und in meinem Namen sprechen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und daran halte ich mich fest, an den Früchten. Und wenn jemand schlecht redet, wenn mir jemand weltverschwörerische Dinge erzählt und aber der Tenor eigentlich nur negativ ist, dann kann ich an der Stelle für mich immer sagen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Oder wenn Menschen in dieser Zeit eben nur noch an sich denken, noch an sich, an sich, an sich, an sich, das nennt man einsammeln. Ne? Also vom Hamster kennen wir das ja, ne? Einsammeln. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, es gibt Schwaben, die schwimmen so, den ganzen Tag. Und dieses Schwabentum hat sich auf die ganze Welt ausgebreitet. Man denkt immer nur an sich, ans Einsammeln. Und auch hier sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Aber auch hierzu darf ich Ruhe bewahren. Immer wieder Ruhe bewahren. Und Ruhe bewahren heißt für mich, tief durchatmen. Tief durchatmen. Und wenn ich dann meine Botschaften lese, mich nicht gleich davon entern lasse, einnehmen, sondern als allererstes mal Ruhe bewahren und sage, okay, wenn es wirklich stimmt, dann spüre ich mal nach, was für eine Frucht bringt es denn, was ich hier gerade wieder gelesen habe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Amen. Thank you.
Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark. In denen, die am Ende ihrer Kräfte sind. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark, in denen, die mühselig und beladen sind. Wir sind zu schwach, um uns noch festzuhalten. Die letzten Kräfte sind schon lang verzehrt. Unsere Hoffnung werden wir behalten, dass unser Gott sich nie von uns abkehrt. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark, in denen, die am Ende ihrer Kräfte sind. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark, in denen, die mühselig und beladen sind. Wir sind zu schwach, um uns noch aufzurichten. Es scheint uns aussichtslos, sich noch zu wehren. Doch die Bedrängnis wird uns nicht vernichten. Uns bleibt vor allem noch die Kraft des Herrn. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark, in denen, die am Ende ihrer Kräfte sind. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und stark, in denen, die mühselig und beladen sind. Lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. 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 Genau in diesem Sinne wollen wir beten und mit Gott reden. So wie es in Psalm 118 heißt, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr, er hörte mich und tröstete mich. Beten Sie mit. Und gerne dürfen Sie uns Ihre Gebetsanliegen auch nennen. Dann beten wir für Sie. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du für uns bist und mit uns bist. In allem, was wir tun, in allem, was wir wagen, in allem, was wir aber auch an Veränderungen nötig haben, wenn wir das Alte vergessen wollen und hinter uns lassen, schenkst du uns eine neue Perspektive und hilfst uns, den neuen Weg einzuschlagen und Schritt für Schritt zu gehen. So hilf uns auf unserem Lebensweg. Begleite uns, du treuer
Gott. Und gemeinsam wollen wir so beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir, dass Gott sie segne und sie das spüren, dass sie gesegnet sind von ihm und für viele zum Segen werden. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Heute verschenken wir einiges. Das Lied, das wir gerade gemeinsam gesungen haben, Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, gibt es als CD-Card. Möchten Sie damit gerne beschenken, melden Sie sich bei uns. Außerdem verschenken wir die Gottesdienste, die Johannes Wart gerade mitprägt. Bestellen Sie sich eine DVD-Reihe, entweder nur von heute, dem Gottesdienst, oder von allen vier Gottesdiensten, wo Johannes Wart mit dabei ist. Wir verschenken sie. Und wir haben viel neues Werbematerial, zum Beispiel so ein wunderschönes Holz-Jojo, mit dem man einfach schön spielen kann, wenn man es denn kann. Mit dem Aufdruck, kommt zurück zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Damit machen Sie vielen anderen auch eine Freude. Schreiben Sie uns, melden Sie sich bei uns, wenn wir Ihnen davon welche zukommen lassen dürfen. Danke für Ihre Unterstützung. Jeder Cent kommt hier gut an. Entweder das Schärflein einer Witwe oder ein größerer Betrag. Sie helfen uns, diese Gottesdienstarbeit zu tun, auch in diesen schwierigen Zeiten. Vielen Dank dafür. Schauen Sie rein auf unserer Homepage, lassen Sie sich inspirieren von den Predigten zum Downloaden oder bestellen Sie sich doch heute noch den monatlichen Newsletter. In diesem Sinne, machen Sie es gut, Gott befohlen und auf Wiedersehen.